Nein, die Opposition kommt auf den Pferden, die Pferden, auf die Philly-Pferden hierher geritten. Frau Präsidentin, Philly-Pferde. Philly-Pferde, da kommt die Opposition her. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, die SPD-Landtagsfraktion freut sich natürlich darüber, dass die Landesregierung einen Überschuss in Höhe von 220 Millionen Euro, 5 Millionen Euro im Haushaltsjahr 2015 erwirtschaften konnte. Das zeugt davon, dass solide gewirtschaftet wurde und auch der Landtag bereits 2013 bei der Aufstellung des Doppelhaushaltsplans 2014-15 mit Augenmaß geplant hat. Von den 220,5 Millionen Euro wurden 60 Millionen getilgt. Damit konnten wir erstmals wieder unter die magische Grenze von 10 Milliarden Euro Schulden kommen. Schulden übrigens, die insbesondere in den 90er Jahren angehäuft wurden. 100 Millionen Euro wurden in das Sondervermögen Konjunkturausgleichsrücklage des Landesentwicklungsfonds gebucht. Das begrüßt die Antragstellerin sogar. Zur Erinnerung, am 1. Juli 2015 hat der Landtag dieses Gesetz beschlossen. Ich habe noch einmal im Protokoll nachgelesen, die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen haben der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zugestimmt. Insofern wundert mich die Kritik von Herrn Saalfeld im Finanzausschuss in der letzten Woche. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann halten Sie es nicht für richtig, dass die Zuführungen zum Sondervermögen aus den Haushaltsausschüssen getätigt werden. Es ist doch klar, dass die Buchung für das laufende Haushaltsjahr 2015 erfolgte. Natürlich muss dann eine Zuführung zum Sondervermögen erfolgen, wenn das Geld erstmal erwirtschaftet wurde. Die Landesregierung beginnt damit, das Sondervermögen somit planmäßig aufzubauen. Ich kann mich gut an die Befürchtungen der kommunalen Ebene erinnern, die meinten, dass Zuführungen zum Sondervermögen möglicherweise aus dem FAG herausgerechnet werden. Deshalb hatten wir der Beschlussempfehlung zum Gesetzentwurf extra folgende Entschließung hinzugefügt. Ich zitiere: Die Besorgnis der kommunalen Ebene, dass dem kommunalen Finanzausgleich durch die Zuführung von Haushaltsüberschüssen an das Sondervermögen Konjunkturausgleichsrücklage des Landesmecklenburg-Vorpommern Geld entzogen würde, ist unbegründet. Auch weiterhin wird das Land zunächst seine Finanzausgleichsverpflichtung gegenüber den Kommunen erfüllen, bevor er seinen Haushalt mit etwaigen Überschuss abschließen kann. Die Zuführungen zum Sondervermögen erfolgen daher aus reinen Landesmitteln. Ende des Zitats. Ich denke, damit sind alle Befürchtungen ausgeräumt. Von den tatsächlichen Jahresüberschüssen werden 160,5 Millionen Euro der allgemeinen Rücklage zugeführt. Ich sage an dieser Stelle gleich, dass meine Fraktion dieses Vorgehen ausdrücklich begrüßt, wie ich noch im Einzelnen ausführen werde. Die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen kritisiert genau die Zuführung der 160,5 Millionen Euro an die allgemeine Rücklage und hat auch gleich Vorschläge parat, wie der Überschuss aus ihrer Sicht besser eingesetzt werden kann. Sie machen genau 7 Forderungen auf. Also rechnerisch für jede und jeden Abgeordneten Ihrer Fraktion eine Forderung als Wahlkampfthema. Ich finde das sehr durchschaubar und äußerst billig. Ganz besonders deshalb, weil Sie Ihre Forderungen in keiner Weise, ganz besonders deshalb, weil Sie in Ihren Forderungen in keiner Weise durch Mehrbedarfsanalysen untersetzt haben. Einfach mal pauschal mehr. Einfach mal etwas mehr für zusätzliche Finanzierung des Breitbandausbaus, zusätzliche Unterstützung der Kommunen bei der Instandsetzung und Modernisierung der Schulen, zusätzliche Investitionen in die Agrarwende, zusätzliche Investitionen in die Bahninfrastruktur, zusätzliche Investitionen in den Wohnungsbau, Einrichtung eines Theaterfonds zur Finanzierung einer Dynamisierung der Theaterzuschüsse bis 2020. Sie tun so, als ob diese Landesregierung und die tragenden Fraktionen nichts, aber auch gar nichts getan haben. Ich nenne das einfach mal Wahlkampfgetöse. Herr Saalfeld, das Finanzministerium hat in der letzten Finanzausschusssitzung schon umfangreich vorgetragen, wofür die Rücklagen gebildet werden müssen. Aber dafür haben Sie kein Ohr. Sie wollen es natürlich wie immer besser wissen. Das kennen wir schon von Ihnen. Das haben Sie auch heute wieder präsentiert. Und es mag ja auch in Ihrer grünen Welt so sein, wie Sie sagen, aber halt nicht in unserer realen Welt. Meine Damen und Herren, wie bekannt ist, steht das Polizeigutachten aus, dessen Umsetzung noch nicht beziffert werden kann. Zweitens, auch die Umsetzung des zu erwartenden FAG-Gutachtens wird möglicherweise mehr Geld vom Land erfordern.
Deshalb ist es folgerichtig, dafür in der allgemeinen Rücklage Vorsorge zu treffen. Und drittens, ein weiterer Vorsorgeposten muss für die Kofinanzierung des Breitbandprogramms der Bundesregierung sein. Wie Minister Pegel bereits öffentlich verkündet hat, wird Mecklenburg-Vorpommern schon im ersten Call mit mehreren Projekten zum Zuge kommen. Der zweite Call erfolgt im zweiten Quartal und da sieht es auch gut für uns aus. Aus unserer vermeintlichen Schwäche können wir an dieser Stelle Vorteile generieren. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich denke, wir sind uns hier im Landtag alle einig, dass die Chancen auf schnelles Internet im ländlichen Raum nicht dadurch vertan werden darf, dass nicht ausreichend Kofinanzierungsmittel bereitgestellt werden. Für Unternehmen und private Personen ist davon die Wirtschaftlichkeit und Mobilität der Zukunft abhängig. Zur Sicherstellung der Kofinanzierung für den Breitbandausbau gibt es in der Landtagssitzung auch noch den Antrag der Fraktion Die Linke. Ich hoffe, Frau Rösler hat in der letzten Finanzausschusssitzung oder auch Herr Holter hat jetzt auch gut zugehört, was der Staatssekretär des Finanzministeriums gesagt hat, dass nämlich die Zuführung von 160 Millionen Euro zur allgemeinen Rücklage genau auch dafür vorgesehen ist. Meiner Meinung nach, aber wie gesagt, das ist nur meine Meinung, könnte dieser Antrag auch von der Tagesordnung genommen werden. Ich weiß aber, dass beide Oppositionspersonen im Wahlkampfmodus sind und sich an dieser Stelle als die einzig wahren Helden und Kümmerer darstellen wollen. Keine Sorge, gerade der Breitbandausbau wird auch von den regierungstragenden Fraktionen als so wichtig eingestuft, dass sie schon dafür Sorge tragen werden, dass Kofinanzierungsmittel bereitstehen. Jetzt noch einmal zurück zum vorliegenden Antrag. Die weiteren Forderungen sind alle nicht mit Mehrbedarfsanalysen unterlegt. Jedes Mitglied der Grünen-Fraktion kann ja gern für seinen Bereich mehr fordern, aber da machen wir nicht mit. Wir halten in diesen Bereichen an unseren Planungen im Doppelhaushalt 16-17 unter Vorsorge in den Rücklagen fest. Dazu benötigen wir keinen Nachtragshaushalt. Wir lehnen den Antrag ab. Vielen Dank.